So, wir gehen erstmal hier weiter. Und da sehen wir unseren geliebten Kotalo. Und dann sprechen wir mal nochmal mit denen. Er hat ja wahrscheinlich eine Quest. Aloy, sei gegrüßt. Wir wissen über unsere Mission Bescheid und sind bereit, wenn du zu Gemini aufbrechen willst. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Das ist persönlich. Wenn du einen Moment Zeit hast. Dann kommen wir mal zu der eine persönliche Bitte. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Aber so richtig hart. Verabschieden. Ich muss jetzt los. Lass dich nicht von mir aufhalten. Jo. Okay, also ich ruf dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Genau. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Also, da haben wir also jetzt eine neue Quest bekommen. Das ist doch mal was Schönes, ne? Was verloren war, die haben wir ja aufgegabelt hier gerade eben. Wir wollen ja Kotalo seinen Arm beschaffen irgendwie. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Kotalo möchte sich mit alter Zenith-Technologie einen neuen Arm bauen. Aber er braucht Aloys Hilfe, um diese Mission durchzuführen. Fast 10.000 Erfahrungspunkte, 3 Fertigkeitspunkte gibt es hier begeblich zum Treffpunkt. Der Treffpunkt befindet sich da oben. Da waren wir also schon, ne? Hier in dem Nima-Forschungslabor und sogar hier direkt am Lagerfeuer. Dann werden wir jetzt schnell reisen. Und ja, bin sehr gespannt. Also müssen wir irgendwo ja was herholen. Irgendwelche Informationen und so weiter. Dort finden wir laut Cotallo die Teile, die er für einen neuen Arm braucht. Genau. Er sollte wissen, dass ich hier bin. Und wie lassen wir das denn wissen? Rufe Kotalo am Lagerfeuer. Kotalo, erscheine. Hey, Kotalo? Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Aloy, danke, dass du mich hier triffst. Ich helfe gern. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was du brauchst? Sie erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest. Und die Datenbank dort drin. Sie sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Das ist doch schon mal was. Wir müssen uns beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Verstanden. Zum Labor geht's hier lang. Alles okay? Ich schaff das. Maschinen. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie erledigen? Oder wir schleichen uns vorbei. So, schleichen ist natürlich ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Was sind das für Maschinen? Spitzenplünderer? Spitzenrotaugenwächter. Ein Phantom sogar, ja. Ah ne, das ist, glaube ich, so ein Teil, ein totes Phantom. Hat mir damals, ja, hier tot gemacht, stimmt. Können wir vorbeischleichen, genau. Wo ist das Ziel da? Oh, ich glaube, hier ist... Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist hier noch die geile Waffe? Ne, das ist ein Pirscher-Pfeilgewehr. Können wir auch nehmen. Zur absoluten Sicherheit. Falls die jetzt uns angreifen. Weiß gar nicht, was ein Pirscher Pfeilgewehr war, aber es hat nur 5 Schuss. Könnte ja sein, dass es gut ist. Wenn es zu wenig Munition hat. Oh shit. Oh shit.
Oh shit. Der blöde Panzerwanderer kommt jetzt. Sie rennen in uns rein. Ja. Weil ich halt mich mit meiner tollen Waffe halt nicht ducken konnte jetzt. Sonst wäre ich ja schon versteckt gewesen. Hallo, Tombori. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Aber auch komisch, ne? Der hat mich jetzt bestimmt nicht gehen gehört. Und dreht sich zufälligerweise um. So, wir gehen mal schnell. Na komm. Ein bisschen zügiger. Ich glaube, wir müssen hier rein wieder ins Loch, da wo wir damals schon in der Hauptmission drin waren. Wir rennen jetzt einfach rein. Das stammt vom Feind? Schwer zu glauben, aber ja. Gehe zum Lagerraum. Ich kann mich auch noch kaum noch dran erinnern, wie hier der Weg war. Oh shit. Die haben uns wieder fast gesehen, ne? Man geht rein und die sehen einen sofort. Ich glaube, wir werden diesmal jetzt hier ein bisschen abschießen. Genau ins Gesicht, das bringt ja auch manchmal was. Aber gut, bei denen ja hier an der Seite. Wir müssen ja auch manchmal Maschinen, ne, fertig machen. Wir haben es ja schon gesehen, sonst haben wir zum Beispiel keine Überbrückungen. Der hat aber jetzt guten Schaden gemacht hier. Ich kann noch. Oh, hier nochmal ein kleiner Sprengball. Aber die konzentrieren sich auch nur auf mich, ne? Wir haben noch einen Kotalo. Da kannst du auch ein bisschen draufhacken. Die wissen, dass Aloy einfach richtig im Badass ist und die denken sich, der Starke muss zuerst weg. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Okay. Voraus. Ein bisschen kommt es mir noch bekannt vor hier, die Räume. Ja. Jo, danke, ich hoffe dir auch. Coole Quest mit dem Arm. Ja, weiß ich ja noch nicht, ob das eine coole Quest ist. Bin auch sehr gespannt. Ah, der Ventur, der hat hier was gesagt. Oder der schreibt gerade was im Chat. Ich habe das anscheinend falsch aufgefasst. Das ist, ich glaube, jetzt, wo du das schreibst, fällt es mir auch gerade ein. Ja, stimmt, da hast du recht. Übrigens, wir haben Kotalo noch mit beiden Armen kennengelernt. Siehst du, ich hatte direkt vergessen, dass wir beim ersten Angriff von Regala, von dem Torn von Fahrlicht, als er unter einer Maschine kam, dass er da den Arm verloren hat. Siehst du, das habe ich total vergessen. Ich dachte, wir haben Kotalo erst kennengelernt, als wir in dem Bollwerk waren. Das war natürlich falsch. Das war schon ein bisschen eher. Da habe ich nicht richtig aufgepasst. Habe ich nicht so richtig verknüpft. Ja, stimmt. Dann macht natürlich auch die Frage Sinn, die da Aloy gestellt hat. Weil da ist ja der Arm ja noch nicht immer so lange weg. Ist es das da unten? Ja, wir sollten schnell darunter. Geh zum Lagerraum, wir gehen aber jetzt hier runter. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Da ist kaum Platz zum Atmen. Muss ich jetzt hier nochmal einen Code eingeben? Nee, ne? Suche im Lagerraum nach einem Zugriffspunkt. Ich glaube, das ist ein ganz anderer. Also wir mussten damals, um Beta zu befreien, hier ran.
Deswegen bin ich jetzt zielstrebig hier jetzt rangegangen. Mal ich glaube, ich bin fündig geworden. Ah, hier ist die dann richtige Konsole. Dann hoffentlich Antworten. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Kämpf mit Ehre! Oh, und ich dachte so, okay, Phantome werden ja keine mehr kommen hier. Tatsächlich kommen hier welche, scheiße. Die waren ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob man da lieber mit dem Speer arbeiten. Probier einen Säureangriff! Können wir auch mit dem Kriegerbogen mal machen. Stimmt, na eben. Ich glaube, die sind säureempfindlich. Kotalo hat ja jetzt gerade gesagt, probier einen Säureangriff. Probieren wir es mal mit Säure. Unser Kriegerbogen, den wir ja ausgerüstet haben in dieser Folge. So, Säure ist aktiv. Machen wir ja nochmal einen Speer rein. Wow. Guter Stoß. Die machen ordentlich Schaden, ne? Also einmal so ein Wedler und ich bin fast auch schon wieder weg, ne? Wahnsinn, du. Ich glaube, ich muss ja tatsächlich ein bisschen aufpassen, also muss mich mehr verstecken hier. Und dann haben die noch Geschütze und alles dran hier. Ich glaube, wir müssen hier mal den Schluck Wodka nehmen noch. Klucki kluck. So, mal gucken, ja. Gute Munition. Ja, also das mit den Säure, das kann man machen, aber ich glaube, wenn ich mit den Zersprengerpfeil mache, macht es genauso wenig Schaden. Also es macht irgendwie keinen Unterschied jetzt. Ich guck mal, was ich hier für Waffentechnik habe. Also Nahkampfzünder haben wir hier, sehe ich, aber mehr haben wir auch noch nicht freigeschaltet für den Kriegerbogen. Weiß nicht, was Nahkampfzünder ist. Ich werde das mal einsetzen. Ich habe auch Stahl. Ich dachte, da würde irgendwas hochgehen, aber sieht jetzt nicht so aus. Man muss auf jeden Fall mit dem Kriegerbogen ziemlich nah rangehen. Ist schon so eine Art Nahkampfwaffe. Nur, dass es halt ein Bogen ist. Die Säure frisst sich durch die Panzerung. Ja. Schon mal vorsichtig meine Tränke ausrüsten. Während des Kampfes irgendwie doof, ne? Aber seit ich den Trank genommen habe, machen die kaum Schaden. Weiß gar nicht, ob ich jetzt so gut bin. Ah ja, doch jetzt. Es macht schon Schaden, aber es ist halt den Mutstoß, den ich derzeit ausgerüstet habe, der ist halt ziemlich gut, ne? Da kann man viel aushalten. Man muss nicht so lästig halt immer irgendwelche Bären zu sich nehmen oder Tränke schlucken. Man wird halt automatisch geheilt dann für den Zeitraum. Das ist halt schon sehr nice. Deswegen habe ich mich ja da sofort auf den Mutstoß fokussiert hier. War echt creepy, dass die auch an der Wand gehen können. Gottes Willen. Ich mache jetzt trotzdem mit den Säurepfeilen weiter hier. Yeah.
So, jetzt ist bald mein Mut vorbei. Jetzt müssen wir ein bisschen Abstand nehmen, würde ich sagen. Sonst haben wir ja wirklich dann Dresche. Oder noch versuchen, den schnell fertig zu machen. Die Sinets könnten Verstärkung schicken. Ja. Werden wir fertig und dann raus hier. Ja, das die war ein bisschen irgendwo im zweiten Stock sein. Ein längerer Kampf. Bin gleich hinter dir. Hab jetzt mal ein bisschen mit den Säurepfeilen rumgespielt. Es geht, ne? Es geht. Die müssten auch halt stärker sein. Die machen halt nicht so viel Schaden, ne? Also da ist schon so ein Stachelwerfer gerade bei den Phantomen ein bisschen attraktiver. Wir sollen jetzt die Bauteile finden und die sollen ja irgendwo hinten sein. Aber ihr habt gesehen, ne? Also mein Mutstoß abgehärtet ist schon sehr cool. Da ist man dauerhaft quasi am Leben, ohne dass man Tränke trinken muss hier. Hallo Altin! Freut mich, dass du wieder hierher gefunden hast. Soll ich mal schauen, ob wir jetzt hier rein müssen dürfen? Also wirkt richtig gut, der Mutstoß. Ja, den habe ich auch aufs höchste Level gemacht, Ventru. Ich kann auch mal kurz zeigen. Also ich glaube, den kennt ihr ja eh schon. Ne? Der hat ja jetzt hier, guck mal, alle 2 Sekunden 80 Leben. Das ist sehr gut. 35% Nahkampfwiderstand, 50% Zermalmwiderstand. Geblendet kann man gar nicht mehr werden. Und ertauben kann man auch nicht mehr werden. Also das ist schon ziemlich gut eigentlich. Das war ja auch mein erster Mutstoß, den ich überhaupt hochgelevelt habe. Und ich finde ihn gut. Es gibt noch einen Haufen andere richtig gute Mutstöße, aber die habe ich bisher noch nicht ausgetestet. Das ist eigentlich dumm. Ich wollte es mal machen irgendwie, aber müssen wir mal einen anderen Tag mal ausprobieren. Vielleicht bei der Arena, ich weiß gar nicht, ob das geht. Keine Überraschungen mehr. So. Ich glaube, wir sind fast in der Nähe von dem Bauteil. Hast du keinen normalen Bogen mit Gift? Also du meinst einen Jagdbogen, ne? Mit Normalbogen. Weil das ist ja hier immer, normal ist ja immer so relativ. Kriegerbogen ist ja eher so ein Nahkampfbogen. Ich habe meinen Jägerbogen hier, den habe ich bisher jetzt noch nicht ausgetauscht. Könnte man auch machen, ja? Gift verwenden und dann Präzisionsfallenbogen habe ich hier. Aber ich denke mal, du meinst den Jägerbogen, den Jagdbogen. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich einen sogar im Inventar, aber den nutze ich nicht. Ich wollte mir den Kriegerbogen heute mal ein bisschen angucken, weil ich den auch die ganze Zeit mit einem Arsch angeschaut habe. Und da dachte ich mir, heute ist der Kriegerbogen fest. Wir schauen uns das mal an. Deswegen bin ich jetzt nur mit dem Kriegerbogen am Start. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist ein neuer Gang, wo wir hier noch nie waren, oder? Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Welche Lüftung? Ach, hier. Ich muss mal sagen, die Dinge, die ich nie sehe. Aber warum sind hier Türen? Die müssen wir doch erstmal aufstemmen. Vielleicht gibt es ja irgendwas Tolles. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch mehr Räume gibt. Ich dachte, als wir hier die Hauptquest gespielt haben, haben wir hier dann alles entdeckt. Ne? So wird man verarscht hier. Warum bist du eigentlich Tomori 601? Ja, das würde mich auch wissen. Das würde mich auch mal interessieren. Eine gute Frage, Ventru. 601. Bitte sag mir, dass die Teile da drin sind. Aber ich glaube, hier können wir jetzt nicht irgendwie weit rein, ne? Hier kann man jetzt nicht irgendwie aufschießen noch, oder? Nee. Hätte ja sein können. Gut, dann gehen wir hier hoch. Ich glaube, hier einfach nur hochspringen, oder? Oder brauchen wir hier noch eine Anhöhe? Das hier. Der Schreibtisch vom Chef. Ja. Hier geht's lang. Da geht's lang. Gehen wir hier lang. So, was haben wir denn hier? Hier ist es wirklich. Es kann ja sein, man kann ja irgendwie die Dinger aufballern hier. Aber oh, es geht anscheinend nicht. So, gehen wir runter. Die Bauteile müssen hier irgendwo sein. Ja, ich glaube, die sind direkt vor unserer Nase schon. Hier haben wir nun als Skulptur viele Wertgegenstände wieder.
Ja, wieder Fallen und solche Sachen. Wieso kann ich Ventru nicht lesen? Na, das weiß ich auch nicht. Müsstest du vielleicht nochmal neu laden? Die Seite, keine Ahnung. Aber ich habe in letzter Zeit jetzt, ich glaube in den letzten 24 Stunden habe ich ganz oft gehört, dass YouTube mit Kommentaren Probleme hat. Hab ich dich. Ich sollte sie zu Cotallo bringen. Kann sein, dass da irgendein Problem existiert, was sich nicht beheben lässt. Aber ich kann Ventru lesen. Warum, das weiß ich auch nicht. Aber bei mir klappt es. So, okay. Also wir haben schon ein Bauteil gefunden. Und jetzt sollen wir zu Cotallo gehen und den Bauteil zurückgeben. Also hier haben wir jetzt quasi den Weg frei gebombt wieder. Gehen jetzt wieder zurück. Der ist anscheinend irgendwo stehen geblieben. Wo ist er denn, unser Freund und Kupferstecher? Na? Ja. Och, ganz gemütlich hier mal reingucken, ne? Es ist aber irgendwie dann auch auf Dauer langweilig, ne? Aber er guckt ganz zuversichtlich auf irgendwelche Zahlen, ja. 8 plus, 6 plus, ja. Könnte schon faszinierend sein. Reden wir mal. Du hast die Bauteile? Sieh's dir an. Ich danke dir, Aloy. Stimmt was nicht? Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. In Ordnung. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den 10. Ich gehe mit 11. Nein, ja, rede mit Cotallo in der Basis. Also, ich weiß nicht, warum jetzt Aloy sagte, ja, hier gibt's vielleicht noch was. Wir haben ja jetzt eigentlich alles abgeguckt oder gibt's ja noch irgendeinen Gang, der sich jetzt freigeschaltet hat. Das ist halt immer so eine Sache. Vielleicht wollten die ja jetzt einfach nur, dass der Spieler nicht rausgeholt wird, weil er möchte ja vielleicht nochmal schauen. Wir können drauf verzichten. Wir gehen, würde ich sagen, sofort raus hier. Kann man hier raus einfach? Nee, ne? Doch. Klappt. Wunderbar. Hier kehren wir jetzt zur Basis zurück. Und dann bin ich gespannt, ob das mit den Armen funktioniert. Wäre echt irgendwie witzig. Tombury ist aus Final Fantasy. Ach so, echt? Siehste? Ich habe halt Final Fantasy nicht so gezockt, ne? Das ist halt mein Problem. Final Fantasy habe ich nur auf der Xbox 360 damals mit der Lightning, ich weiß nicht, welcher Teil das war, mit Lightning wirst du bestimmt kennen. Mit der habe ich gespielt. Und 601 kommt von der Pappe, Trabant. Siehst du? Das sagt mir auch nichts. Ich bin so unwissend. Es ist faszinierend. Wir reden jetzt mit Cotallo und mal gucken, ob wir jetzt einen Arm bauen können. Brechen wir zu unserer Mission auf? Noch nicht. Es gibt noch mehr zu besprechen. Hm? Wieso denn das? Den Arm testen. Du wolltest über deinen Arm sprechen? Genau. Es ist Zeit, ihn zu testen. Und ich will, dass du dabei bist. Okay. Wie sollen wir das machen? Nicht wie. Wo? Treffen wir uns dort, wo wir Regalas Bebenzahn erlegt haben. Genau in der Flussbiegung. Klar, wenn du willst, aber ich weiß nicht, ob ich's verstehe. Das wirst du, wenn wir dort sind. Versprochen. Ich gebe Bescheid, wenn ich in der Nähe bin. Ich danke dir, Aloy. Scheint ja richtig so. Wie gesagt, ich rufe dich, wenn ich in der Nähe von Regalas altem Außenposten beim Bollwerk bin. Mögen die 10 deinen Weg leiten. Das ist ja echt krass. Das ist ja so eine richtige zerstückelte Mission. Hatte ich auch noch nie gehabt. So in der Art. Voll krass. Also es gibt immer so ein Part. Wir haben Part 1, das war Part 2. Jetzt gehen wir hier hinter, müssen den wahrscheinlich wieder rufen. Ungültiger Ort, Schnellreise nicht verfügbar. Okay, haben wir den Ort noch nicht oder wieso? Doch. Wollt ihr mich schon wieder verarschen hier? Also das gibt's doch nicht.
Joa, na gut. Hier wollte Cotallo seinen neuen Arm testen. Keine Ahnung, was er vorhat. Ich sollte mich melden, bis ich hier bin. Cotallo! Hey, Cotallo! Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Der will uns doch nur in den Wald locken. Der Cotallo. Da tut aber jemand geheimnisvoll. Mhm. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Ja, stimmt. Also gut. Stimmt. Die Tombury schreibt, die 13 ist nicht so dolle, also Final Fantasy 13. Musst mal die 15 spielen, die ist ganz gut. Oder die 8 oder die 10. Ich dachte, die 7 wäre das legendärste Final Fantasy. Ich habe es auch nur vom Hörensagen gehört. Hier ist es. Würde ich auch gerne spielen, aber ich habe leider nicht so viel Zeit. Siehst du gleich. Komm. Ich spiele halt immer solche riesigen Open-World-Games. Wir reden mit Cotallo. Okay, raus damit, Cotallo. Der Test für meinen Arm. Ist das. Er bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Ach, das ist der Arm, ja? Eieiei. So eine krasse Scheiße, mehr möchte ich auch haben, ey. Ich hacke auch meinen gesunden Arm ab. Der kann bestimmt besser zuhauen als ich jetzt. Mit den Eisending hier. Nach dir. Ey, Leute, wollen wir neben ein paar Gliedmaßen abhacken? Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Das ist doch cool. Das ist doch mega cool irgendwie. So, naja, mal gucken. Ja, wir sollen den mal jetzt wahrscheinlich kalt machen. Weiß nicht, ob man hier so ein bisschen mit den ganzen Gedöns hier ein bisschen den so massakrieren, so. Ich kann ja mal nachladen, ne? Hallo, Freundchen! Viel Spaß mit der Muni! Hui! Der hat das nicht gut gefunden. Aber mal den Cotallo machen lassen, den, ne? Er kam auf einmal. Okay. Wenig Ausdauer, scheiße. Der hat aber auch Schaden hier. Ich dachte, du bist jetzt hier super Iron Man hier. Iron Man, kommt sofort. Oh shit. Oh Gott, der macht mich kalt. Trink was, ey Leute, trink. Trink. Okay, nochmal ein Bolzenschießer. Der kommt einmal angesprungen und dann bin ich fast weg hier. Da. Eigentlich habe ich die meiste Arbeit gemacht. Der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Ich frage mich, wieso der eigentlich jetzt nicht den Arm dauerhaft verwendet. Ich meine, wenn man auf dem Klo scheißen geht und sich abwischen will. Oder, ich weiß nicht. Das ist doch praktisch, so ein zweiter Arm, oder? Cotallo geholfen,
einen mechanischen Arm zu bauen und zu testen. So, ja, heißt die Trophäe, Cortalo geholfen. Und die Nebenquest, was verloren war, haben wir damit abgeschlossen.